Liebe Freunde von Essen in Franken, also heute haben wir uns den Biergarten der Krautheimer Bierbrauerei Düll ausgesucht und es waren viele Radfahrer unterwegs. Und ihr glaubt's nicht, wen wir im Biergarten getroffen haben. Der Biergarten ist leicht zu finden, direkt an der Straße und man sieht schon an den Fahrrädern, sind also sehr viele Radfahrer da, Motorradfahrer, Autofahrer. Und dieser Biergarten ist wunderschön gelegen unter altem Baumbestand. Und wenn ihr mal nicht wisst, wohin, Brauerei Düll, der Biergarten ist wirklich geil. So, also da ist also der Eingang vom Biergarten. Und eben sehe ich den da. Ist das nicht der Ansgar? Oh, das sieht ja gut aus. Da habe ich auch was. Leckeres Schwein am Spieß. Schwein am Spieß. Oh, und die Dusch. Ach komm, da ist ja der Ansgar, gell? Ansgar, hallo. Ja, servus. Schon lange nichts mehr gesehen. Ja, Mensch, grüß dich, Sandra. Mensch, servus. Was machst du hier in Krautheim? Ja, du, wir helfen der Familie Dülke ein bisschen im Biergarten. Wir tun ein paar Spezialitäten jetzt zubereiten in der nächsten Zeit. Die nächsten 3 Wochen sind geplant. Und heute abends bin ich mit meinem Flaggschiff gekommen, mit dem Schwein am Spieß. Mhm. Und das tun wir jetzt für die Gäste vom Biergarten zubereiten. Ich kann es noch bekommen. Also Ansgar, das wollen wir auf jeden Fall probieren. 2 Portionen unseres. Ich euch die Maske. So, hallo. Hallo. Sie brauchen ja schon Bier in der Gegend. Ist das ein Ansgar-Bier? Das ist noch kein Ansgar-Bier. Das ist, war aber auch ein Krautheimer Kellerbier. Ist aber schon leer. Habt ihr extra für mich zapfen müssen, weil ihr Hels wollt oder was? Na, das ist ja dann das andere gewesen. Aber ich habe noch ein leeres drinstehen. Das kommt dann daher. Also gut. Hier sehen wir jetzt den Ansgar bei der Arbeit, wie er das Schwein, das er gegrillt hat in seinen Spezialofen, jetzt zerteilt. Ansgar betreibt ja auch das Dorfwirtshaus in Hambach. Und wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr hin wollt in Schweinfurt, geht hinaus nach Hambach zum Ansgar, gibt immer gutes Essen. Der Ursprung der Brauerei Düll geht auf 1654 zurück. Heute ist die Brauerei Düll im Besitz von Friedrich Düll und seinen Kindern. Und Ansgar, was musst du da besonders achten, dass du jetzt auseinander nimmst? Also du musst aufs Feuer ein bisschen aufpassen, weil man kann sich ganz schnell verbrennen, ist klar. Ja. Aber es schmeckt einzigartig, also wenn ihr das seht. Ne? Es gibt nichts Besseres wie einen gegrillten Schweinebauch. Vom Schwein am Spieß. Ein bisschen. Gut. Dankeschön. Und 30 Cent zurück. Das ist der zweite Radler, bitte schön. Ja. So, hallo, wie geht's weiter? Ein oder zwei? Zwei. Okay. So, das ist also jetzt das Schwein auf den Teller gebracht. Und Leute, sieht das nicht gut aus? Ja? Mei, das schaut aber gut aus. Leute, das sieht doch echt gut aus, oder? Ja. Guckt euch mal das an, Renate, wie sieht's aus? Gut sieht's aus. Ja, ne? Jetzt wenn es anders so schmeckt, ne, dann genau. Können wir nichts mehr. Gell? Ich sage mal Prost. Warte, ich trinke mit. Prost. So, hallo, liebe SWN-Zuschauer. Also, das Essen hier beim Ansgar da in Krautheim, sagenhaft. War schön zartes Fleisch, die Salate haben geschmeckt. Also, da gibt es nichts zu bemängeln. Und wenn ihr mal herkommen wollt und wollt mal essen in Krautheim, das ist der Biergarten von der Krautheimer Brauerei von Düll und da am Ortseingang gleich rechts. Aber ihr müsst aufpassen, zur Zeit ist eine Baustelle und wenn man von man kann also nur von Gerolzhofen das anfahren und da dürft ihr ruhig reinfahren, weil die Anlieger sind ja frei und dann gleich am Ortseingang geht rechts rein, da könnt ihr dann parken oder euer Brautesel abstellen und dann zieht ihr euch mal richtig so einen Braten rein vom Ansgar hier, sagenhaft. Also kann ich nur empfehlen und wie gesagt, man kann ja dann einen Ausflug weitermachen, mal nach Gerolzhofen am Steigerwald oder man kann auch mal nach Volker runterfahren.
natürlich die Umleitung dann diese komische, aber ja,